Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick Phantom Detective. Wir sind jetzt in Kapitel 15. Das Spiel nähert sich so langsam dem Ende. Es ist 22.55 Uhr. 2.55 Uhr natürlich. Und die Nacht wird bald rum sein. Beim letzten Mal haben wir von Cabanelas Verrat erfahren. Und ja, mir stellt sich so langsam nur die Frage, warum wollen sie Joe unbedingt tot sehen? Der Mann muss ja irgendwie noch eine Schlüsselfigur sein für irgendetwas. Aber nun gut, versuchen wir das mal herauszufinden. Vor 10 Jahren nahm ein Mann, der womöglich Sizzle hieß, ein Mädchen namens Lynn als Geisel und wurde dann von einem Meteoritensplitter getötet. Heute Abend traf ein Mann, der womöglich Sizzle heißt, eine Kommissarin namens Lynn auf einem entlegenen Schrottplatz und wurde dann von einer Kugel getötet. Aber die Szene, die mich am anderen Ende der Leitung erwartet, schlägt wohl den letzten Nagel in den Sarg meines verlorenen Gedächtnisses. Was zur Hölle? Ich sehe mich. Und einen toten Cabanela. Was geht hier gerade ab? Das sieht mir auch nicht nach dem Manipulator aus, weil er bewegt sich dafür viel zu natürlich, oder? Da sind sie ja, Kommandant Sith. Endlich. Er heißt Kommandant Sith, ernsthaft? Sizzle. Sizzle, wo haben Sie gesteckt, mein Bester? Wir haben überall nach Ihnen gesucht. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Dachte nicht, dass es so lange dauern würde. Was ist mit Ihren Leuten? Sie haben wirklich keine Mühe gescheut, mich zu sabotieren. Ich finde, wir haben jede Bedingung unseres kleinen Deals erfüllt. Mit welchem Recht beschweren Sie sich über Dinge, die nicht Teil unseres Handels waren? Darüber können wir sprechen, wenn wir uns sehen. Dies ist unser letztes Gespräch per Telefon. Wir treffen in einer Stunde ein. Ich freue mich schon darauf, Sie persönlich zu treffen, Sizzle. Der Sonnenaufgang rückt näher. Die Dunkelheit, die mein Rätsel umgibt, ist undurchdringlich. Aber ich weiß, dass es vor Sonnenaufgang stets am dunkelsten ist. Ja, wir nähern uns der letzten Phase unseres kleinen Deals, mein Bester. Ja, Boss. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Und gerade kam ein Bericht rein, Boss. Es wurden Lichter gesehen. Wurden Sie das? Ja? Gute Güte. Lassen Sie mich sehen. Das heißt, wir sind jetzt hier hingereist mit der Leitung, oder wie darf ich das verstehen? Ja, wir sind nahe dran. Wir werden die Kabel ab nun abtrennen. Bis wir ankommen, wird die Kommunikation unterbrochen, Boss. Gut, so sei es. Hier, das ist aber nicht gut, wenn wir gerade hier feststecken. Das heißt, wir hängen jetzt eine Stunde lang auf diesem Ding herum. Eine Videosequenz. Ja. Und jetzt sieht man auch mal, was es ist. Es ist ein U-Boot, auf dem wir uns hier befinden. Wo dieser seltsame Salon ist, den wir schon ganz am Anfang des Spiels gesehen hatten. Netter Versuch, Inspektor Cabanela. Aber mich halten Sie nie auf. Mach's gut, Trottel. Okay. Was geht hier vor sich? Also das würde ich jetzt echt gerne wissen. Also, dieser U-Boot-Typ und seine Leute haben einen Deal mit mir. Wenn das der Fall ist, dann sind es sie es wohl nicht, die mich umgebracht haben, oder? Jedenfalls steckt irgendetwas hinter dem Tod des Inspektors. Ich sollte mit ihm reden. Ja, machen wir das doch. Er ist tot, von daher dürfte das kein Problem sein. Aber ich weiß gerade wirklich nicht mehr. Also ich habe das Spiel ja schon mal durchgespielt. Aber jetzt die Ereignisse, die so langsam kommen, ich erinnere mich nur noch ganz, ganz grob an das, was passiert und wie die Story ist. Das heißt, ich weiß jetzt gerade selber nicht so genau, was los ist. Ich weiß jetzt nicht, ob Cabanela einer von den Guten oder einer von den Bösen ist. Das wird sich wohl noch in den nächsten 3 Kapiteln herausstellen. Hey, könnten Sie mir den Gefallen tun, aufzuwachen? Oh je, immer noch bewusstlos, ha? Und dann ist er noch nicht lange tot. Ich werde einfach zu der Zeit 4 Minuten vor seinem Tod zurückgehen.
Ich fürchte mich jedoch ein wenig davor, was ich gleich sehen werde. Aber wenn dort meine Antworten sind, darf ich jetzt nicht weglaufen. Dann machen wir das doch mal. Ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben auch viel unter dem letzten Video geschrieben, dass sie es gerade sehr, sehr spannend finden. Und ich werde definitiv weiterspielen. Sobald der Verbrecher seine gerechte Strafe erhalten hat, lassen wir die Geisel frei. Führen Sie die Hinrichtung sofort durch und warten Sie auf unseren Anruf. Braver Junge. Mensch, so eine Geisel ist ganz schön praktisch. Also ist Cabanela einer von den guten Jungs. Er wurde wahrscheinlich hier einfach nur erpresst. Ich habe die vollständige Kontrolle über den besten Polizeiinspektor des Landes. Was los? Zicken die gebrochenen Knochen ein bisschen? Wie ist es, den Schmerz zu fühlen? Fühlt man sich lebendig? Warum tun sie das? Was für eine Frage für einen führenden Inspektor. Ist das denn nicht offensichtlich? Rache, was denn sonst? Rache an all denen, die mir vor 10 Jahren mein Leben gestohlen haben. Machen Sie sich nicht lächerlich. Es war ein Meteorit, der Ihnen das Leben nahm. Haben Sie das vergessen? Quatsch! Okay. Ich wurde ermordet von euch allen. Tut Ihnen das nicht weh? Anscheinend nicht. Kommissar Joe, der mich gejagt und in die Ecke gedrängt hat, obwohl ich unschuldig war. Lynn, die da stand, wohin ich lief. Lynn? Sie war nur ein kleines, unschuldiges Mädchen, das im Park spielte. Wäre das Gör nicht da gewesen, wäre ich nie auf die Idee gekommen, sie als Geisel zu nehmen. Und das ist mit Abstand der größte Berg an selbstsüchtigem Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und schließlich Sie, Inspektor Cabanela. Ich? Wenn Sie nicht getan hätten, was Sie getan haben, hätte ich nie eine Waffe auf das Kind gerichtet. Nanu ließ den Cabanela in den Fall vor 10 Jahren verwickelt. Sie waren so stolz auf ihre makellose Bilanz. Und mein Fall war der Fleck darauf, nicht wahr? Nur 2 Personen kennen die Wahrheit. Ich und Kommissar Jode. Ich wette, die heutige Hinrichtung wird eine große Erleichterung für Sie sein. Habe ich recht? Eine der Personen, die von dem Fleck auf ihrer weißen Weste weiß, wird für immer verschwinden. Darum haben sie ihm nicht geholfen, aus dem Gefängnis zu fliehen. So eine Sorte Mensch sind sie. Ich habe ihnen nichts zu sagen. Sie würden ja eh nicht zuhören. Okay. Das scheint aber wohl nichts gebracht zu haben. Ich denke mal, der Kerl hat auf jeden Fall Geisterkräfte und benutzt den Körper, aber dann wird das wahrscheinlich der Manipulator sein. Oh Götter! Also, Inspektor, es ist Zeit, einen großen roten Fleck auf Ihrem weißen Mantel zu hinterlassen. Der scheint echt... Das war eine weitere Bedingung meines Deals. Alle auszulöschen, die von Temsek wissen. Okay, der scheint aber echt ziemlich große Geisterkräfte zu haben. Ich meine, er kann Objekte manipulieren, er kann den toten Körper manipulieren. Rache? Darauf bin ich aus. Nichts davon ergibt auch nur den entferntesten Sinn. Hey, Mann, kann mir jemand verraten, was hier vor sich geht? Inspektor Cabanela, er ist wach. Mein Kopf ist am rotieren, Baby. Verstehe ich das richtig, dass dieser Cabanela-Typ, der gerade erschossen wurde, ich bin? Ja, das stimmt. Und Sie sind dann wohl der Schuft da, der mich erschossen hat. Ich schätze schon. Aber das können Sie doch gar nicht sein, oder? Hä? Schließlich ist der Typ im roten Anzug gerade zur Tür raus, nicht? Also, wer sind Sie? Ich muss es wohl akzeptieren. Ich bin nicht dieser Sissel. Ich bin jemand, der auf der Suche nach sich selbst ist. Und darum bin ich hier, um sie zu retten. Schließlich haben sie Informationen über den Typen Rot, die ich brauche. Sie sind also auf einer Rettungsmission? Das höre ich aber gern, Baby. Weil es hier ein sehr wichtiges Leben zu retten gibt, das für das ganze Land wertvoll ist. Okay,
dann legen Sie mal los, Baby. Machen Sie Ihr Ding. Ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir drehen die Zeit zurück, aber ich weiß nicht genau, was wir gegen diesen Typen ausrichten können. Okay. Sie sind also auch ein Manipulator? Ich habe Geistertricks, Kräfte der Toten, ja, aber ich kann keine lebenden Wesen kontrollieren. Jedenfalls sollten Sie sehr vorsichtig sein. Der Typ in Rot ist ein Manipulator. Natürlich weiß er über Ihre Kräfte Bescheid. Wenn er merkt, dass Sie hier sind, werden die Dinge vielleicht etwas kompliziert. Sie haben recht, ich sollte vorsichtig sein. Ja, bla bla, das haben wir gerade eben schon gehört, das überspringe ich mal. Schauen wir mal, er hat aber keinen Kern. Er hat aber genau die gleiche Aura um sich rum wie der Meteor. Das heißt, wahrscheinlich hat er noch den Meteorsplitter in sich drinstecken in dem Körper. Schauen Sie nur, da strömt auch etwas aus seinem Körper heraus. Ist das wirklich ein Zeichen, dass er die Kräfte der Toten hat? Ich weiß nicht so recht. Schauen wir mal, was wir machen können. Wir können die Schreibtischlampe einschalten, das würde ihn aber sofort einmal alarmieren. Telefon wählen bringt nichts, weil wir in der Vergangenheit sind. Das bringt auch nichts. Ausguss schließen könnte vielleicht so klein sein, dass er es nicht merkt. Das Untersuchen wird nichts bringen. Also ich würde mal versuchen, erstmal schließen wir hier den Deckel. Gut, das hat er nicht gemerkt. Können wir an dem Helm rütteln? Jetzt hat er auf einmal einen Kern. Was ist los? Ich habe die Geisterwelt noch nie so gesehen. Du bist also hier, ja? Er spürt meine Gegenwart. Oh. Ich merke, dass du da bist. Du denkst also, du kannst mich aufhalten, was? Ich weiß nicht, warum du mein Gesicht trägst, aber du kannst gleich aufgeben. Ich kontrolliere alles. Okay. Alles. Auch das Leben dieses Polizeiinspektors in Weiß. Ich kann gerade überhaupt nichts machen. Ich könnte nur die Zeit zurückdrehen. Warten Sie, nicht! Okay. Das war also zu aufmerksam. Ja, Zeit ist um. Zu aufmerksamkeitserregend, meine ich natürlich. Dieses andere Ich kennt sich mit den Kräften der Toten gut aus. Wer könnte auch übersehen, was Sie gemacht haben? Sie schrien ja förmlich, schau mich an, Baby. Sieht aus, als würde es schwer, Sie aus diesen Umständen zu retten. Ich kann meine Kräfte nicht einfach so vor ihm benutzen. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann. Ja gut, das Einzige, was wir wirklich tun können, was unauffällig ist, ist, diesen Deckel von dem Teekessel zu schließen. Das werde ich auch mal machen. Ich habe keine Ahnung, was uns das bringen wird. Wir werden einfach abwarten müssen und schauen, ob das irgendetwas bewirkt. Ich frage mich nur, warum er aktuell jetzt keinen Kern hat. Also Moment. Nee, einschalten, drehen, bla. Das geht nicht. Schließen wir mal den Ausguss. Ich denke nicht, dass es irgendwas bringen wird, das Buch zu untersuchen. Die obere Reihe des Bücherregals steht voller Bücher. Das obere steht gefährlich. Ein Wunder, dass es noch nicht heruntergefallen ist. Wie kommt der alte Taubenmann überhaupt da hoch? Ob seine Taube es immer für ihn holen muss? Na gut, das bringt nichts. Ich bleib jetzt mal hier im Kessel drin. Vielleicht bringt uns das ja irgendwas. Oh, was ist denn hier passiert? Da unten, das sieht aber ziemlich kaputt aus. Das war, haben wir nicht so hinterlassen, oder? Ja, das kennen wir auch schon. Er hat eben anscheinend die Knochen gebrochen, ob es jetzt die Rippen sind oder was anderes. So, zumindest können wir uns jetzt hier bewegen. Aber was zur Hölle, was ist hier passiert? Schau sich nur einer diesen Ort an. Was ist hier bloß passiert? Ich glaube, ich erinnere mich. Etwas Grauenhaftes ist hier geschehen. Und jetzt liegt hier ein weiterer Toter versteckt. Oh, das ist gut. Dann können wir die Zeit nämlich noch weiter zurückdrehen. Weil den Manipulator direkt, gegen den können wir nichts ausrichten. Was? Ein weiterer Toter? Habe ich Ihnen das nicht gleich gesagt? Habe ich nicht gesagt, ein für die Nation sehr wichtiges Leben liege hier herum? Ich dachte, Sie sprechen von sich selbst. Ich bin nur ein verrückter Typ in einem weißen Mantel, Baby.
Aber wo liegt... Oh, die Taube. Das heißt, der Taubenmann ist tot. Aber warum ist er für die Nation wichtig? Hey, dabei fällt mir ein, wo ist dieser alte Taubenmann? Suchen wir nochmal. Ich vermute mal, die Winde wird runterfallen, wenn wir sie bewegen. Ja, sehr gut. Also hoch können wir auf jeden Fall nicht mehr. Da liegt er. Da. Kann ich mich damit bewegen? Jawohl. Okay, das ist ein relativ einfaches Rätsel gerade noch, aber ich habe echt noch keinen blassen Schimmer, wie wir das, die ganze Situation verhindern können. Entschuldigung. Ja, der ist noch bewusstlos. Sind Sie wach? Ah, ja. Natürlich. Ich schlafe nie während der Arbeit. Herr Professor, erkennen Sie mich? Ich kenne nur einen verrückten Typen mit einem weißen Mantel. Er hat sein Gedächtnis noch. Ich bin keiner, der gerne Dinge verliert. Aber egal. Cabanela, da haben Sie aber einen überraschenden Gast dabei. Tut so, als hätte er nicht gerade diesen Ort in die Luft gesprengt. Sprechen Sie von mir? Oh, das ist ein anderer Kerl und eigentlich bin ich sein Gast. Er sagte, er wolle uns retten. Im Gegensatz zu Ihnen, mein cleverer Freund, hat er sein Gedächtnis nicht mehr. Erbärmlich. Autsch, das tut weh. Jedenfalls gehen wir zurück zu der Zeit 4 Minuten vor ihrem Tod, um ihr Schicksal zu verändern. Aber sind wir hier nicht schon in der Vergangenheit, Mann? Wir können noch weiter zurück. Ich habe es schon einmal getan. Inception, yes! Ich sehe immer noch keinen Weg, um Inspektor Cabanela zu retten. Aber gehen wir weiter zurück, dann finde ich vielleicht eine Spur. Ja, das ist eine gute Idee. Machen wir das einfach mal. Währenddessen werde ich mal eben schnell einen Schluck trinken. Moment. So, das ist schon besser. Okay, da haben sie also Sizzles Körper. Ich frage mich natürlich jetzt, wer wir sind, weil... Also gut, das weiß ich noch. Ich weiß noch, wer wir sind, aber... Wer ist dieser Sizzle, der dort liegt? Wie oft muss ich es Ihnen noch sagen, Professor? Dieser Ort ist gefährlich. Seien Sie nicht albern. Ich kann jetzt hier nicht weg. Er ist ganz tot, aber wie ich es mir schon dachte, schlägt es aus. Das ist die Quelle seiner Kräfte. Wenn ich sie entferne... Er ist nicht tot, er ist nur nicht da. Die wahre Form des Manipulators kann man nicht entdecken. Er ist ein Geist. Lächerlich. Sie sind also dahinter gekommen, was? Okay. Sie sind ein cleverer Mann, Inspektor Cabanela. Also ist es wirklich wahr. Sie sind... Ich habe wegen Ihnen heute Nacht viel Zeit verschwendet, Inspektor. Aber es ist so, wie Sie sagen. Ich bin vor 10 Jahren gestorben. Dieser Körper dient nur als Gefäß. Er ist nur eine Hülle. Ich kontrolliere alles. Diese Hülle, andere Menschen. Genauso wie ich den Justizminister und Lynn kontrolliert habe. Also stimmt es. Sie haben damals mein Baby manipuliert. Sie haben sie dazu gebracht, ihre Hülle zu erschießen. Aber warum? Warum tun sie so etwas? Um unumstößliche Beweise zu schaffen. Sie wissen schon, das Sicherheitsvideo. Jetzt ist sie auch eine Mörderin und sie wird genauso leiden wie George. Also, Professor, ich fürchte, Sie müssen nun sterben. Ich nehme es Ihnen nicht übel. Ich bin Ihnen sogar dankbar. Ach ja, warum lassen Sie mich dann nicht am Leben? Ich werde das Land heute Nacht für immer verlassen. Doch zuvor lösche ich alle Beweise dafür aus, dass meine Kräfte existieren. Zusammen mit der Falle in diesem Zimmer. Das heißt, er ist dann auch der Manipulator, der damals die Falle manipuliert hat von Camila? Ach, nicht von Camila, doch von Camila, ja.
Diesmal wird sie so funktionieren, wie sie soll. Danach ist alles vorbei. Diesmal dreht sich Amor nicht. Er schießt den kleinen Pfeil dorthin. Oh, und da ist ein bisschen Dynamit. Das ist natürlich schlecht. Professor, Vorsicht! Und dabei hat sich Cabanilla dann wahrscheinlich auch die Rippen gebrochen. Tja, das ist natürlich schlecht. Dynamit, was? Wann zum Teufel hat er das dorthin gepackt? Er hat heute alles sehr genau geplant. Lässt sich von meinem Baby erschießen. Lässt seinen Körper verschwinden. Sein Körper ist verschwunden? Der Arzt war das gerade. Ja genau, der Arzt. Der war schon von Anfang an so verdächtig. Der Gerichtsmediziner, erinnern Sie sich? Er war durch und durch ein Schwindler. Das hätte ich euch schon von Anfang an sagen können. Er sagte, er brächte den Leichnam ins Labor. Aber er hatte einen Deal mit dem Manipulator. Wollte ihm seinen Körper wiedergeben. Aber das konnte ich nicht zulassen. Baby, nein. Sie haben ihren Plan durchschaut. Ich habe gleich gemerkt, dass der Mediziner keine Ahnung hatte, wie man eine Leiche untersucht. Ich wusste, dass er ein Betrüger ist. Also habe ich ihn verfolgt und bestochen. Bestochen? Ich ließ ihn die Leiche in dieses Zimmer schmuggeln. Ich dachte, wir könnten die Quelle seiner Kräfte finden. Natürlich hätte ich nie im Leben gedacht, dass seine Fähigkeiten Kräfte der Toten sein könnten. Jedenfalls ist die Zeit knapp. Er verlässt das Land vor Sonnenaufgang. Ich werde ihm folgen, natürlich, nachdem ich sie gerettet habe. Aber etwas lässt mir keine Ruhe. Ich weiß, was Ray heute zu mir gesagt hat. Er sagte, die Geister hören bei Tagesanbruch auf zu existieren. Aber wenn das stimmt, wie kann ein 10 Jahre alter Geist immer noch hier sein? Jetzt ist keine Zeit zum Denken, Baby. Aktion ist angesagt. Tun Sie Ihr Wunderwerk. Bringen Sie uns noch weiter zurück. Das machen wir natürlich. Also ich habe eine Idee. Ich glaube, ich weiß noch, wie wir den hier retten können. Und zwar... Ihr seht diese Klappe, wo er draufsteht. Wenn wir die genau im richtigen Moment öffnen, sieht es so aus, als wäre er von einem Schutt begraben worden, fällt aber in Wahrheit hier durch. Das ist ja auch die gleiche Klappe, durch die Lynn geflüchtet sein müsste. In Ordnung, Mann. Halten Sie diese Explosion auf, ja? Sie haben leicht reden. Und naiv ist es auch noch. Wenn Sie die Explosion aufhalten, tötet er mich einfach auf anderem Weg. In Ordnung. Dann halten Sie eben direkt den Mann in Rot auf, ja? Ich wiederhole, Sie haben leicht reden. Und es ist obendrein fast unmöglich. Diese große Explosion hat ihn nicht einmal zum Blinzeln gebracht. Und was schlagen Sie dann vor, Prof? Bitte erleuchten Sie uns. Die beste Chance ist, mich während der Explosion zu retten, ohne dass ihr es merkt. Sie haben alle leicht reden. Ach, was sind das nur für Leute? Jetzt tun Sie doch schon irgendwas. Ich würde gerne. Schauen wir uns erstmal um. Also wir haben die Tür, die können wir öffnen. Das ist mal noch zu früh. Oder? Moment, was passiert, wenn wir jetzt öffnen? Es nutzt nichts, ich kann sie nicht öffnen. Kann es vielleicht daran liegen, dass der Professor draufsteht? Ich sehe vielleicht klein aus, aber ich bin schwer. Und er scheint auch noch stolz darauf zu sein. Diese Tür, so ein Pech. Schade, dass sie sich nicht nach unten öffnet. Manchmal ist das Leben hart, finden Sie nicht, Professor? Ja, deshalb sind wir jetzt auch beide tot. Eine Tür, die sich nach unten öffnet, hm? Tja. Wie machen wir das? Wir können das Messinstrument und sonst können wir gerade nichts machen. Wenn ich das untersuche, bringt das irgendwas? Was in der Welt ist das für ein Ding? In dieses Gerät wurden die Meteoritendaten eingegeben. Wenn es Temsig-Strahlung erkennt, schlägt es aus. Verstanden, Junge. Ist das nicht herrlich? Manchmal sollte man nicht so sehr über die Dinge nachdenken. Moment, hält das Ding gerade so weit nach rechts, dann könnte ich da in das Geschicklichkeitsdrehding rein. Humpf. Was für ein bemitleidenswertes Paar. So. Aber ich kann das auch runter, das bringt nichts. Idiot, was tun Sie da? Ich dachte mir, ich probiere das einfach mal aus. Dadurch setzen Sie die Falle in Bewegung. Oh, ja. Ich dachte mir. Er dachte, er jagt mich einfach mal in die Luft. Ups, mein Fehler. Aber es gibt nicht allzu viel, von dem ich hier Besitz ergreifen kann. Das ist das große Problem. Ich komme nicht zurück.
Ich würde mal annehmen, die beste Chance, die wir gerade haben, ist, unten in das Messgerät zu gehen. Ansonsten, ich habe keine Ahnung. Das müssen wir ausprobieren. Das Gespräch hatten wir ja schon. Hier haben wir auch sonst nichts. Was liegt denn da unten am Reifen? Das erinnert mich irgendwie ein bisschen an Rakete. Der könnte das wieder mit irgendwas tauschen bestimmt. Gut, ich komme jetzt zumindest runter. Ich werde erstmal in der Tür drin bleiben. Dann kann am wenigsten passieren, hoffe ich. So, das überspringe ich jetzt mal eben. Oder auch nicht. Bla 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 bla. Das kennen wir alles schon. Okay, jetzt steht Sizzle auf der Platte. Das heißt, wir können sie aber noch nicht öffnen. Jetzt könnte ich sie... Der Professor geht natürlich da drauf. Oh. Also wenn ich den Professor jetzt irgendwie noch wegbewegen kann. Aber die Frage ist, wie mache ich das? Und sonst kann ich hier auch nichts machen. Und ich werde das Land heute Nacht für immer verlassen. Doch zuvor lösche ich alle Beweise. Bla bla bla, das kennen wir ja auch schon. Kann ich da noch irgendwas... Ne, ich kann das nur untersuchen. Dann war es das. Warte mal, was tut man? Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, läuft uns die Zeit davon, Baby. Ich weiß, und das vielleicht können Sie weglassen, aber es gibt nicht allzu viel, von dem ich hier Besitz ergreifen kann. Sieht so aus, als wäre alles vorbei. Es sei denn, ich finde einen anderen Weg. Ich sitze in der Klemme. Sissel. Ich kenne diese Stimme. Hilf mir! Wo bist du? Finde mich, bevor ich weggerissen werde. Was ist das für eine schwache Stimme, die um Hilfe ruft? Er ist hier. Ein Freund von Ihnen? Ja, ein kleiner Kerl, der schwach aussieht, aber überraschend stark ist. Nun, er bittet Sie, ihn zu finden. Und das auch noch, bevor er weggerissen wird. Aber ich habe fast keine Zeit mehr. Soll ich nach ihm suchen? Ja, natürlich suchst du nach ihm. Denn ich vermute, ich weiß, wer das ist. Und zwar Rakete wird das sein. Aber ich komme hier nirgendwo mehr hin. Ich bleib erstmal hier drin. Vielleicht kann ich an den Armor rein. Nö. Nö. Einfach nö. Wo könnte er denn sein? Der war doch in dem Blatt drin. Das heißt, er wird wahrscheinlich draußen sein. Aber was mache ich draußen? Sissel! Da ist er wieder. Leb wohl! Leb wohl! Ich krieg die Stimme nicht hin. Klingt, als wäre ein kleiner Freund weggerissen worden. Wo war er nur? Vielleicht hätten sie ihn irgendwie finden sollen. Vielleicht hätten sie sich umsehen sollen, Baby. In jeder Ecke. Und jetzt? Vielleicht sollte ich von vorne beginnen. Was anderes? Moment, warte mal. Erstmal. Also hier habe ich definitiv keine Kerne mehr. Und jetzt explodiert das. Nee, das bringt nichts. Also wir drehen jetzt nochmal die Zeit zurück. Ich denke, das wird verdammt knifflig. So, Trickzeit. Eventuell muss ich daraus zwei Teile machen. Gucken wir uns erstmal genau um. Also hier sehe ich nirgendwo was. Schauen wir mal hier unten. Bevor er weggerissen wird. Vielleicht hier unten bei den Ratten? Das könnte vielleicht sogar... Aber wie kommt er da hin? Auf jeden Fall können wir Sachen tauschen lassen. Tennisball und hier ist ein Reifen. Mit denen kann man bestimmt irgendwas machen. Oder die Bowlingkugel. Die haben alle die gleiche Form. Bla bla bla. Nein, das will ich gar nicht wissen. Da unten wirklich vielleicht. Ja, bla bla. Das kennen wir auch schon. Knifflig, knifflig, knifflig. So, und jetzt... Zeit bis zum Tod. Wo? Sissel. Und da hat sich der Emulator gerade wieder aufgehängt. Das ist nicht schön. Das ist überhaupt nicht schön.
Von daher, ich werde mal hier einen Schnitt machen. Dann habe ich die Folge, habe ich jetzt eben eine halbe Stunde Folge. Ist jetzt natürlich doof, aber wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Ich werde versuchen, die beiden Folgen wieder zusammen hochzuladen. Ich habe leider keine Möglichkeit, das irgendwie vernünftig zusammenzuschneiden. Zumindest nicht so, dass die Qualität nicht drunter leidet. Von daher mache ich es dann in zwei Folgen. Und dann ist es auch insgesamt entspannter anzusehen. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.